Hallo und willkommen heute hier bei Marketing Autopilot. Ein kurzes Video auf eine Frage, die uns erreicht hat, beziehungsweise wie können wir in Zoho Forms die Einträge, also die Anmeldungen zu einem Formular, auch einem externen User, der nicht in unserem Zoho-Account enthalten ist, zur Verfügung stellen. Das kann ja interessant sein, zum Beispiel, wenn du Anmeldungen für einen Event, für eine Messe entgegennimmst und jetzt möchtest du gerne jemanden, der von extern dich unterstützt bei diesem Event, Zugriff geben, um dass er sehen kann, wie viele haben sich angemeldet, woher kommen sie oder was auch immer. Und diese Möglichkeit, die geht auch so, ohne dass er in deinem Zoho-Account enthalten sein muss. Ich stelle kurz um und zeige meinen Bildschirm, weil ich habe hier entsprechend einen Testformular erstellt. Und wenn du hier wo in der Übersicht von all deinen Formularen bist, dann kannst du hier unter Berichte einen entsprechenden neuen Bericht erstellen. Das heißt, ich sage dem jetzt externe Ansicht der Einträge zum Beispiel, wie auch immer, das kannst du dann benennen. Und es betrifft die Einträge des Formulars Test. Ich gehe hier auf Einstellungen. Hier habe ich nochmals den Namen. Ich kann das Datumformat und so weiter einstellen. Ich kann hier spezifische Filter einstellen, wann dieser Bericht überhaupt dargestellt werden soll. Wenn ich nichts einstelle, dann ist es immer. Ich habe die Möglichkeit, einen Autofilter hinzuzulegen, wenn irgendwas geklickt wird. Und hier habe ich die Möglichkeit, die Spalten anzuzeigen. Ich habe hier jetzt einfach mal gewisse Punkte entsprechend in diesem Formular erfasst. Ich könnte noch die Hinzufügungszeit wählen und gehe dann auf Speichern. Und wenn ich jetzt hier oben entsprechend auf die Einträge gehe, sehe ich, dass ich hier einfach einen Testeintrag gemacht habe, hier. Und wenn ich auf Freigeben gehe, dann habe ich hier einen Link. Ich kann jetzt entweder diesen Link kopieren und an meinem entsprechenden User senden. Ich poste das hier mal kurz. Und wenn er das bei sich in deinem Webbrowser aufmacht, dann sieht er hier die Einträge. Er kann hier noch auswählen, welche Felder das er angezeigt haben will. Er kann aber nicht downloaden oder irgendwie was verändern. Das geht nicht. Oder ich kann natürlich auch nur bestimmte Nutzer und denen das per E-Mail senden, mit schreibgeschützt oder einfach Lesen-Schreiben-Berechtigung. Und ich kann es auch alle Benutzer, und dann sind das alle, die bei mir in meinem Zoho-Umgebung entsprechend vorhanden sind. Also öffentlich ist die Möglichkeit, um das extern zu teilen. Du siehst, es ist sehr einfach und mit diesem Zoho Forms kann man extrem viel erreichen und anstellen und anpassen. Das siehst du in den weiteren Videos, die du in meinem YouTube-Kanal findest, über dieses Zoho Forms. Wenn dir dieser Tipp geholfen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch oder ein Abo von meinem YouTube-Kanal beziehungsweise einen Kommentar oder Hinweis im Hilfscenter von Marketing Autopilot, je nachdem, wo du dieses Video gesehen hast. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte dir helfen und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wieder sehen können. Bis dann, alles Gute, euer Toshi.